Guten Morgen, Freunde. Guten Morgen. Ja. Das war die Alpendohle. Wir sind schon ein kleines Stückchen gewandert. Ich schwenke mal rum. Da ist das Stahlhaus und wir gehen heute nicht dem Schneipstein hoch, sondern heute geht es runter ins Tal zur unteren oder oberen Jochalm. Beide gibt es, wir wissen nicht genau, welche ist. Aber da haben wir den Tipp gekriegt, da sollen Murmeltiere sein. Hier beginnt ja schon Österreich oder besser gesagt am Stahlhaus. Genau, wir sind jetzt schon in Österreich. Genau, also schauen wir uns heute mal die österreichischen Murmeltiere an und versuchen da ein paar Aufnahmen zu machen. Wie man sehen kann, geht es erstmal tief bergab. Also wir müssen von 1730 Meter, glaube ich, oder 1736 Meter, müssen wir runter auf 500 noch was Meter. Da unten, wo die Häuser sind. Genau, das ist schon ein ordentliches Stück. Und deswegen, ja, werden wir uns jetzt mal ein bisschen beeilen. So Leute, wir sind jetzt hier unten im Tal. Hier sind mehrere Hütten, die werden alle nicht mehr bewirtschaftet. Da ist ein Pferd auf dem Feld. Das wird hoffentlich noch bewirtschaftet. Nee, es ist natürlich hier selbstversorgerisch unterwegs. Ja, hier sind so schöne Hütten. Da waren wir drauf. Und jetzt müssen wir irgendwie weitersuchen. Wir müssen hier nach dem Forstweg gucken. Wir werden mal hier den Weg weitergehen und dann nach dem Forstweg gucken, sodass wir eben die Murmels finden. Die sollen aber irgendwo hier jetzt auf jeden Fall sein. Schauen wir mal. Ich guck mal erstmal, ob Wasser hier drin ist fürs Pferd. Jo, alles klar. Brauchen wir keine Sorgen machen. Das ist möglich. Ja, wir haben heute hier langärmliche Sachen an, Mützen auf, weil wir uns gestern so dermaßen verbrannt haben in der Sonne. Das ist auch echt nicht hier zu unterschätzen. Ich sehe ein Murmeltier. Da ist alles voll. Siehst du sie nicht? Die laufen da. Oh mein Gott, ist das dick. Die müssen jetzt echt leise sein. Es ist ganz dick. Oh mein Gott. Ja, gut. Ja, dann sind die ja nicht links, sondern rechts. Das ist egal. Also wir haben sie gefunden. Ja, aber wir müssen uns jetzt auch ein bisschen sputen. Nicht jetzt, weil die Murmeltiere abhauen, aber wenn es zu heiß wird, verschwinden die in den Bauten. Genau. Gott. Müssen erstmal die müssen erstmal entspannt sein, dass wir denen nicht gefährlich werden. Am Wegesrand habe ich. Das ist das Erste, was ich gesehen habe. Das ist geil. Ja, also. Okay, Leute, wir müssen auspacken. Also, Leute. Und da läuft das Pferd? Von den Hütten, vom Pferd, nur ein Stückchen weiter hier auf die Wiese gucken und schon habt ihr die Murmeltiere. Nur eine Stunde vom Kai von Stahlhaus entfernt. Also der Tipp, danke nochmal an das Pärchen. Echt toll, das ist das nächste Pferd, guck mal. Ja. Da steht echt mitten in der Walachei auf dem Hügel da das Pferd. Das andere geht gerade trinken. So, es wird Zeit auszupacken. Es wird Zeit, gut.
So, wir sind auf dem Rückweg von der Murmeltieralm da unten zurück zum Stahlhaus. Es ist unglaublich heiß, Leute. Der Weg ist überhaupt kein Problem eigentlich, wie man sehen kann. Und jetzt ist ein kurzes Stück Schatten. Gleich kommen wir wieder in die volle Sonne. Das ist einfach bloß abartig. Oh. Aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Murmeltiere waren am Start. Ich war sehr dicht dran teilweise bei zwei Murmeltieren. Und denen wird jetzt auch ein wenig zu heiß. Also sie haben jetzt auch keinen Bock mehr in der Sonne zu liegen. Die suchen sich auch ein schattiges Plätzchen oder gehen in den Bau. Ist ja auch vernünftig. Boah, eigentlich allerbestes Badewetter. Wer kommt bei so einem Wetter auf die Idee, in die Berge zu gehen? So Leute, wir haben es geschafft. Wir waren eben wieder am Stahlhaus zurück, haben was getrunken. Und jetzt geht's wieder zur Jenner Bergstation. Da machen wir dann nochmal kurz eine Pause, schreiben ein paar Postkarten an die Familie. Das ist ja auch immer wichtig. Und dann geht's bergab zum Parkplatz Hinterbrand. Leute, guckt euch das an. Ein alter Unimog, den Berg hoch. Das sind noch Fahrzeuge. Das ist der Hit. Alter Schwede. Ja, warum den Weg hier lang fahren, wenn man auch eine Abkürzung nehmen kann, ne? Das ist... Nee. Ich bin glücklich. Wir haben... die Kühe gefunden. Sehr spektakulär, ne? Aber ist das nicht klasse? Wo ist denn die eine, die hier eben im Weg stand? Sie ist weg. Guck mal. Na, Mäuschen? Hi, Mäuschen. Ihr fein. Ja, ich bin salzig, ne? Ich bin salzig. Ich weiß. Ist doch gut. Gut, Mäuschen. Voller Haare. Das ist es wert. Okay. Hier dongelt es ganz oft. Oh, da. Die haben alle Knochen. Tja, das ist eben schön, Leute. Kühe gehören auf die Weide, nicht im Stall. So muss das sein. Wir sind wieder an unserem Ausgangspunkt, am Parkplatz Hinterbrand. Wir sehen unser Auto noch nicht. Ach, da doch, vorne steht es. Ja, alles klar. Seh's. Super, es ist noch da. Ja, was soll man sagen? Es waren vier wirklich sehr erfolgreiche Tage. Wer hätte das vorher geahnt, dass wir wirklich das alles sehen können und fotografieren können, filmen können. Das ist wirklich sehr, sehr geil gewesen. Für heute ist aber Schluss. Wir wollen nur noch aus den schwitzigen Klamotten raus, duschen und entspannen. Das heißt, morgen sehen wir uns wieder. Ja, und abschließend nochmal diese schöne Aussicht. Also, bis morgen.